Hallo ihr Lieben, in dem heutigen Video habe ich ein Workout für einen starken Rücken in nur 4 Wochen vorbereitet. Das Workout kannst du täglich machen, also vielleicht montags bis freitags einfach jeden Morgen, um so eine langfristige Routine reinzukriegen. Und es dauert ungefähr 6 Minuten. Für das Workout wirst du gar nichts brauchen, außer eine Yogamatte oder einen Teppich. Und wir werden den gesamten Rücken einmal von oben bis unten durchtrainieren. Wir legen direkt los, ganz viel Spaß! Wir beginnen als erstes mit den A-Races. Hierfür legst du dich einmal mit dem Bauch auf den Boden, die Arme ungefähr 45 Grad vom Körper nach hinten und dann wollen wir diese einmal gestreckt heben und senken. Wir legen los, 45 Sekunden. Deine Stirn kannst du sehr gerne auf dem Boden ablegen und dann wirklich die gestreckten Arme so weit nach oben heben, wie es geht. Für eine erschwerte Übung kannst du sehr gerne dann auch aktiv noch deinen Rücken nach oben ziehen, also die Stirn vom Boden lösen, dich aufrichten und dann so die Übung ausführen. Aber hier sehr gerne einmal die Stirn auf den Boden ablegen und dann so die Übung ausführen, um wirklich aktiv deinen oberen Rücken und Trapezius zu trainieren. Sehr gut. Als nächste Übung machen wir dann mit Back Extensions weiter. Hierfür kommst du wieder auf die Bauchlage. Deine Arme sind 45 Grad im Ellenbogen. Und dann wollen wir einmal jetzt hier wirklich unseren Oberkörper vom Boden lösen, heben und senken und damit den unteren Rücken trainieren. Wir legen los, 45 Sekunden. Der Blick bleibt Richtung Boden und deine Arme bleiben über dem Boden. Das heißt, du legst diese nicht ganz ab, sondern bist immer noch so ein Ticken über dem Boden, wenn du unten bist. Und dann ziehst du aus dem unteren Rücken deinen Oberkörper einmal so weit nach oben Richtung Decke, wie es geht. Und dann wieder kontrolliert senken und das Ganze wiederholen. Wenn dir das zu schwer ist, kannst du gerne die Arme auch seitlich nach hinten nehmen, dann ist das ein bisschen leichter und du kannst die Übung ein paar Mal öfter noch ausführen. Noch 5 Sekunden. Sehr gut. Als nächstes machen wir weiter mit Side to Side. Wir kommen wieder in eine ähnliche Position. Die Hände kannst du seitlich an den Kopf nehmen. Und was wir diesmal machen wollen, ist uns seitlich zu beugen. Also hier dann wirklich den rechten Ellenbogen Richtung rechte Hüfte zu bringen und andersrum. Und dann legen wir auch schon los. 45 Sekunden. Der Blick bleibt hier auch wieder Richtung Boden. Du bist minimal vom Boden abgehoben, damit du halt eben dich seitlich bewegen kannst. Und dann versuchst du, soweit es geht, den Ellenbogen Richtung Hüfte zu bringen und dann genau das Gleiche auch auf der anderen Seite zu machen. Die Beine bleiben dabei lang ausgestreckt und die Hüfte fest und es bewegt sich hier nur der Oberkörper zur Seite. Super, dann machen wir auch schon weiter mit Paddeln. Wir legen uns wieder auf den Bauch. Die Arme kannst du diesmal nach vorne strecken und dann machen wir so eine Kraulschwimmbewegung, also paddelnde Bewegung, immer gegengleich, rechter Arm nach oben, linkes Bein nach oben und genauso auch andersrum. Wir legen los, 45 Sekunden. Koordinativ vielleicht für den einen oder anderen am Anfang so ein bisschen ansprechend, deswegen kannst du das auch erstmal ruhig ein bisschen langsamer machen. Wichtig ist, dass es gegengleich ist, dass du halt wirklich, wenn der rechte Arm oben ist, auch das linke Bein oben ist und das Ganze auch andersrum. Und du kannst gerne, um es etwas leichter zu machen, auch die Stirn auf den Boden ablegen. Wenn dir das aber zu leicht ist, sehr gerne den Boden anheben mit dem Blick zum Boden und dann diese Position halten und kleine paddelnde Bewegungen ausführen. Achte darauf, dass deine Arme möglichst durchgestreckt sind und du wirklich lang bist. Auch die Beine alles schön lang machen, so weit durchstrecken, wie es geht und dann noch kurz ein bisschen halten. Sehr gut. Als nächstes machen wir dann auch schon weiter mit Schmetterling. Wir bleiben wieder in der Bauchlage. Die Stirn kannst du wieder Richtung Boden bringen. Wenn du möchtest, kannst du die gerne ablegen. Und dann die gestreckten Arme einmal in so einer Schmetterlings-Halbmond-Halbkreisbewegung am Körper auf- und abbewegen. Wir legen los, 45 Sekunden. Wenn du deine Stirn vom Boden abhebst, ist das Ganze natürlich ein Ticken schwerer und dann willst du darauf achten, dass deine Arme hier auch wieder komplett durchgestreckt sind und du dann diese Halbkreise wirklich groß ausführst und einmal oben die Hände zusammenbringst und unten einmal die Hüfte kurz berührst und diese Bewegung noch einige Male wiederholen.
Noch 5 Sekunden. Sehr gut, als nächstes machen wir dann mit dem Vierfüßler diagonal weiter. Wir kommen einmal in den Vierfüßlerstand, die Knie unter den Hüften, die Hände unter den Schultern und dann diagonal die Beine und Arme heben und senken. Wir legen los, 45 Sekunden. Achte hier darauf, dass du auch wieder gerade im Rücken bleibst, also diese natürliche S-Schwung der Wirbelsäule beibehältst, keinen Buckel machen, nicht zu sehr das Hohlkreuz machen und dann Arme und Beine immer schön gestreckt heben und senken und auch so wieder absetzen, dass die Knie unter der Hüfte sind und die Hände unter den Ellenbogen und dann wirklich hier gegengleich arbeiten, also rechter Arm geht mit dem linken Bein nach oben und linker Arm geht mit dem rechten Bein nach oben. Sehr gut, das war's auch schon, alles geschafft. So, das war unser Workout für einen starken Rücken in nur 4 Wochen. Falls das Workout für dich jetzt ein bisschen zu schwer war, kannst du ganz einfach die Intensität ändern, indem du die Belastungsdauer, also diese 45 Sekunden, etwas weniger machst, also vielleicht nur 30 Sekunden und dafür die Pause etwas länger. Dann ist das am Anfang erstmal nicht ganz so schwer. Das Ganze gilt auch andersrum, wenn du sagst, hey, die 45 Sekunden waren noch nicht anstrengend genug, dann geh doch mal auf 50 Sekunden und mach nur 10 Sekunden Pause. Falls du generell noch mehr über das Rückenworkout erfahren willst, kann ich dir den Blogartikel empfehlen, den wir in der Beschreibung verlinkt haben. Schön, dass du dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.